Moin, ich bin Marcel. Mein Thema ist Short History of Linux File Systems. Meine Motivation dahinter, meine Motivation dahinter war immer, bevor ich mir Filesysteme angeguckt habe, waren die immer so ein bisschen mysteriös für mich. Was machen die eigentlich? Also ja klar, Dateien speichern. Aber wie? Wie liegen die Sachen am Ende auf der Festplatte, so dass ich sie schnell wiederfinden kann? Deswegen habe ich irgendwann vor Monaten mal angefangen, mir so irgendwie alle paar Wochen, wenn ich Zeit hatte, mal ein paar Dateisysteme anzugucken, wie sie funktionieren. Und auf das History-Ding bin ich gekommen, weil ich irgendwann versucht habe, mal ein bisschen zu gucken, wo kommt das alles her? Warum sieht es eigentlich so aus? Warum gibt es eigentlich Inodes? Wo kommt das alles her? Besser. So, kurz zu mir, wer bin ich? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Datenverarbeitung der Uni Mainz. Das ist das Hochschulrechenzentrum. Da arbeiten auch ein paar Wissenschaftler, die unter anderem sich beschäftigen mit High-Performance-Computing und Speichersystemen. Ich gehöre zu den Speichersystemleuten. Meine Aufgabe ist da mehr oder weniger nicht Dateisysteme, sondern ich bin so ein bisschen mit Ceph unterwegs. Ich gucke mir an, was man da so an experimentellen Dingen tun kann. Grob gesagt war das in der letzten Zeit, wie kann man Archive daraus machen, wie kann man Deduplizierung einbauen. Wie ich schon gesagt habe, ich mag Dateisysteme. Vor vielen Jahren habe ich irgendwann mal eine Java-Implementierung von EXT2 gemacht. Das war Teil meiner Bachelorarbeit. Die Idee dahinter war grob, wie viel langsamer wäre es denn? Stellt sich raus, es ist langsamer. Den Faktor habe ich vor langer Zeit vergessen. Es war für mich auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung, mal ein Dateisystem zu implementieren. Das Ganze hat mal sehr viele Kleinigkeiten, auf die man achten muss. Aber mir geht es heute hauptsächlich so, um so ein Big Picture zu kriegen. Wie sehen die Datenstrukturen eigentlich aus? So. Die grobe Outline ist, ich fange an mit Grundlagen. Was sind eigentlich Inodes? Was ist der Superblock? Was sind Directories? Wie sehen Directory Entries, Entries aus? Dann gehe ich weiter zu den Anfängen, die ich gefunden habe. Wie sieht eigentlich das Minix-Filesystem grob aus? Wie sieht das Unix Version 6-Filesystem aus? Danach werde ich noch kurz mal auf die Microsoft-Seite eingehen, auf FAT. Warum mache ich FAT? Weil es ist halt allgegenwärtig. Irgendwie, wenn man irgendein Embedded Device hat, das hat häufig einen FAT, um einen Kernel drauf zu speichern. Oder EFI hat sowas wie FAT. Die haben lustigerweise eine eigene Spec dafür, aber in Wirklichkeit ist es so eine Art FAT-Filesystem. Dann gehe ich weiter zu der Linux-Seite und werde mit EXT2 anfangen. Danach kommt mal kurz so ein Einschub, was ist eigentlich ein B-Tree? B-Trees sind so die Datenstruktur, die man überall findet in allen aktuellen Dateisystemen in irgendeiner Form. Danach geht es weiter mit EXT3 und EXT4. Was kam dazu? Dann noch kurz was zu einem der sehr beliebten Importe von anderen kommerziellen Unix-Systemen, und zwar XFS. Und abschließend noch so ein kleiner Outlook, wo stehen wir gerade, welche Dateisysteme sind so ein bisschen im Kommen, was für neue Challenges kamen dazu, warum müssen sich Sachen ändern. So, ich habe aus meinem Notizheft ein kleines Foto gemacht, und zwar ist so eine Art Timeline zu den Dateisystemen. Was sind die interessanten Stellen? Das sind so ein bisschen die interessanten Stellen. Also hier links geht es Richtung 70er, in der Mitte sind 90er. Das hier sind die 00er, und weiter da sind irgendwo, wo wir gerade sind. Die interessanten Stellen sind, FAT kommt irgendwo aus den 70ern, mit FAT 16, so Mitte der 80er. Das Unix-File-System kommt auch aus den 70ern und hat eine ganz andere Struktur als zum Beispiel FAT. Es gibt dann ungefähr hier, kam das Unix-Fast-File-System. Das ist so ein bisschen der Grundstein aller Dateisysteme, die Unix-Systeme danach haben. Abstammungen sind zum Beispiel, EXT2 stammt so ein bisschen von den Ideen ab. Und das, was man in BSD unter UFS versteht, stammt davon auch ab. Und was man noch so ein bisschen sehen kann, es gab irgendwann unter Linux so ein bisschen so die Ära der Journaling-File-Systeme, und die ist so ungefähr Anfang der 00er gewesen. So, kurz, was sind Quellen, um Dateisystemstrukturen nachzugucken? Eine der besseren Quellen, die genauesten Quellen sind der Code.
Ich kann jedem, der mal ein bisschen Dateien aus dem Code lesen möchte, total gut Grub empfehlen, weil die haben Read-Only-Treiber, die alle so in der Hausnummer 1000 Zeilen sind für irgendwie fast alles an Dateisystemen, was man sich vorstellen kann. Sehr nett zu lesen. Relativ neuer Code auch, denke ich. Der Linux-Kernel, klar, der hat Read-Write-Treiber, die sind meistens in der Komplexität weitaus mehr. Also zwischen Read-Only-Treibern und Read-Write-Treibern, da liegt meistens so Faktor 5 bis Faktor 10 im Aufwendigkeit zwischen. Ansonsten stütze ich mich häufig auf Specs oder auf Paper. Viele Dateisysteme, gerade neuere und auch ältere, gibt es wissenschaftliche Paper zu. Hey, ich starte jetzt mit den Grundlagen. Und zwar mit Blöcken. Blöcke sind so die Ebene, mit der man Sachen adressiert in Filesystemen. Da gibt es mehr oder weniger zwei Unterschiede. Erstmal, eine Disk hat irgendwelche Blöcke. Früher waren es mal 512 Byte, heute sind es häufig 4K. Häufig nennt man die auch Sektoren. Das verschwimmt gerne mal so ein bisschen. Manchmal sind es auch einfach Blöcke, meistens Sektoren. In Dateisystemen gibt es auch Blöcke. Man kann also nicht wirklich aus der Dateisystemebene aus einfach einzelne Bytes adressieren. Und man hat immer so ein Ding in der Hand. Unter Linux sind 4K sehr üblich. Das lag wohl früher daran, dass das gerade die Page-Size war. Es gibt aber auch durchaus andere Block-Sizes. Irgendwie ZFS geht bis 128K, allerdings haben die variable Block-Sizes. Je nachdem, welches Dateisystem man sieht, heißen die Dinger auch manchmal Cluster. Aber ich werde die Dinger Blöcke nennen. Und zu Blöcke gibt es immer noch einen Block, der alle Blöcke beschreibt, das ist der Superblock. Üblicherweise liegt er irgendwo am Anfang, meistens noch mit Kopien irgendwo anders auf der Platte, falls der mal kaputt geht. Denn der Block beschreibt all die wichtigen Dinge, die man braucht, um das Dateisystem mounten zu können. Üblicherweise eine Liste mit Pointern auf Datenstrukturen, wie zum Beispiel die Inode-Tables. Irgendwo steht dort auch, was die Block-Size eigentlich ist. Meistens auch noch eine Menge von Statistiken, wie viele Daten sind frei, wie viele Inodes sind noch frei. Und ganz wichtig, üblicherweise eine Magic. Das ist einfach eine Zahl, womit die Implementierung weiß, ah ja, es ist wirklich ein Superblock. Und nicht irgendwelche Daten, die ich gerade zufällig lade. So. Ganz kurz noch, was gibt es für Dateitypen? Das ist die Liste der Dateitypen, die ich aus dem X2-Code habe. Lustigerweise in der Reihenfolge, scheinbar kam FIFO sehr früh. Die wichtigsten Typen davon sind reguläre Files, symbolische Links und Directories. Ja, Directories sind auch Dateien. Interessanterweise Hardlinks tauchen zum Beispiel nicht auf. Warum das so ist, erkläre ich auch gleich. So, was ist eigentlich ein Directory? Ein Directory ist so aus so Bird's Eye View ist es nichts anderes als ein Mapping von irgendwelchen Namen zu Pointers auf Inodes. Diese Namen sind, es hat sich irgendwie 255 Characters durchgesetzt auf den meisten Unix-Filesystemen. Falls mir nachher einer sagen kann, warum es so viel sind, ich weiß es leider nicht, warum es 255 sind, aber das steht überall so definiert. Dann dieser Pointer auf eine Inode. Eine Inode ist so ein Zwischenschritt, der zwischen dem Filename und den Daten steht. In der Inode stehen, das I kommt, by the way, von Index. Und da stehen Dinge drin wie die Mode, also dieses Unix-Permission-Ding mit User, Group und Others. UIDs, GIDs, heutzutage häufig auch Links auf External Attributes. Verschiedene Times stehen da drin, wie C-Time, A-Times. Und ganz wichtig, dort findet man auch die Pointer auf die Daten. So, und was steht in den Daten? Bei Files stehen die Daten der File da drin. Bei Directories findet man genau diese Tabelle mit dem Mapping von Name zu Inodes an der Stelle. So, was passiert, wenn ich zwei Directory-Entries habe, die auf die gleiche Inode zeige? Ja, ich habe einen Hardlink, so heißt es am Ende. Zusätzlich habe ich dann noch einen Eintrag mit links gleich zwei, was sagt, es gibt zwei Leute, die pointen auf mich. Das heißt, irgendwann muss eine Einheit auch mal gelöscht werden und man löscht, wenn das Ding auf Null geht. So, was ist der Unterschied zu einem Symlink? Ein Symlink ist nichts anderes als ein String, der in dem Datenteil einer Einheit steht. Das kann wirklich alles sein, das muss nicht mal existieren, was in diesem String steht. So, die Anfänge, die ich gefunden habe von Dateisystemen. Ich starte mit der Unix Version 6. So ungefähr sieht ein Unix Version 6 Filesystem aus. Es fängt an mit einem Superblock, danach kommt eine Inode-Liste und danach kommen auch schon die Daten.
Das ist wirklich die komplette Einode. Das sind wirklich alle Einträge davon. In späterer, nicht die Einode, das ist der Superblock. Spätere Superblocks werde ich halt noch so die interessanten Teile zeigen. Weil was hier interessant ist, die Art und Weise, wie freie Sachen gehandelt werden. Das ist eins der größten Kritikpunkte gewesen und sorgte auch dafür, dass es danach das Fast File System for Unix, das ist auch der Name von einem Paper, der beschreibt, dass dieses Dateisystem irgendwie 4% Throughput auf den damaligen Maschinen kriegt. Die damaligen Maschinen waren schon nicht die schnellsten, verglichen mit heute. Also, wie funktioniert da das Free Space Management? Man hat hier eine Liste zum Beispiel von Free Blocks und Free Inodes. Bei den Free Blocks ist halt, die ersten 100 Free Blocks stehen im Superblock. Und der hundertste Eintrag pointet auf einen Block, der eine Tabelle ist mit den nächsten Blöcken. Das heißt, es geht dann immer so weiter. Braucht man mehr? Der letzte Eintrag dieses Blocks pointet auf den nächsten Block, der wieder sagt, was ist eigentlich frei? Bei Inodes ist das nochmal anders. Ich habe 100 freie Inodes in dieser Liste. Die zeigen alle auf diese Inode-Liste vorne. Und wird das alle, muss ich da einmal durchscannen, durch die ganze Inode-List. Ja. Wie sieht eine Inode aus? Eine Inode hat einen, hier auf der Seite mit diesen Tabelleneinträgen, zeigt eins der weit verbreitetsten Art und Weisen, wie man Datenblöcke beschreibt in Inodes. Das ist bis EXT3 war das zum Beispiel noch Standard, das so zu tun. Das nennt man häufig Blockmaps. Oder Indirect Addressing. Das heißt, in diesem Fall ist es die ersten 6 Blöcke von Daten sind direkt adressiert über die Inode. Danach kommt ein sogenannter Indirect Block. Das ist sozusagen, man zeigt auf einen Block und dieser Block ist eine Tabelle mit Blöcken. Das Ganze kann man dann nochmal weiter treiben, und zwar mit Double Indirection. Das heißt, dann, man zeigt auf einen Block, dieser Block zeigt auf einen Block mit Zeigern auf Blöcken. Das Ganze geht heute bis Triple Indirection hoch. Das heißt, je größer die Datei, desto mehr Lookup-Overhead habe ich. So, ein kurzer Ausflug in das Minix-Filesystem, das gar nicht so viel anders aussieht. Die Geschichte von dem Minix-Filesystem ist relativ nah an der von Linux dran. Da die Entwicklungsgeschichte da dort so ein bisschen gestartet ist. Interessanterweise zu dem Minix-Filesystem findet man in der Wikipedia-Seite noch den Eintrag, es ist immer noch beliebt auf Disketten. kann sein, ich habe noch nie eine Diskette mit Minix-Filesystem in der Hand gehabt allerdings. Was man hier sieht ist, es gibt sogenannte Bitmaps und wie die genau funktionieren, erkläre ich später. Aber man hat nicht mehr eine Liste mit dieser Block ist frei, sondern man hat Bitmaps, um freien Platz zu beschreiben. Auch ist diese Struktur sehr nah an dem, wie die EXT-Filesysteme später aussahen. Aber bevor ich die EXT-Filesysteme erkläre, einmal ein kurzer Ausflug in FAT. Wahrscheinlich dem einzigen Dateisystem, was man aus einer Wikipedia-Seite implementieren kann. Es gibt diese Wikipedia-Seite, die heißt Design of the FAT File System und die hat wirklich jedes Bitfeld in jedem Header und was es unter dieser DOS-Version bedeutet, ist sehr erstaunlich. Aber ich werde nur so ein paar Konzepte erklären. Also wie funktioniert eigentlich so ein FAT, ein File Allocation Table? Und zwar an einem wohldefinierten Ort auf dem Dateisystem hat man eine Tabelle, die beschreibt den Rest des Dateisystems. Das heißt, wenn ich weiß, wo die Tabelle ist und ich weiß, in welchem Index ich bin, kann ich sagen, ah ja, dieser Block gehört zu folgendem. So, und ich habe jetzt, wenn ich jetzt eine Datei beschreiben will, wo die lang geht, habe ich da sogenannte File Chains drin. Das heißt, aus meinem Directory Entry habe ich einen Eintrag in den FAT und in jedem FAT Entry steht, wo ist das nächste Entry. Das heißt, hier zum Beispiel die File Chain 234 da oben sagt, der erste Block ist in 2, der zweite Block ist in 3, der dritte Block ist in 4. Und jedem Block steht einfach die Zahl des nächsten Blockes. Sondern das Ganze kann so schön linear aneinander hängen, aber es kann auch so unordentlich sein, wie zum Beispiel hier die File-Chain 6A778B. Dazwischen ist auch noch ein Bad-Block. Man kann auch Blöcke markieren als benutzt den mal nicht, denn der ist kaputt auf der Festplatte. Es gibt auch einen Special-Marker, der EOC heißt, End of Chain.
Und wo kommt jetzt dieses 16, 32, manchmal liest man noch von 12 her? Es kommt einfach daher, das ist die Breite dieser Einträge. Allerdings muss ich dazu sagen, mit FAT 32 kamen noch ein paar andere Änderungen dazu. Aber im Großen und Ganzen heißt es, wie breit sind diese Einträge da drin. Denn je breiter die sind, desto mehr Blöcke kann ich auf der Festplatte adressieren. So, noch ein interessantes Teil davon ist, wie sehen Verzeichnisse aus? Verzeichnisse sind fest breiten Einträge. Das erste, das gelbe da oben, ist der Name, genau 11 Characters. Da kommt auch dieses 8 plus 3 File-Name-Ding her. Und da stehen alle Sachen drin. Es gibt keine iNodes in diesem Dateisystem. Dort ist auch direkt der Link auf die FAT drin. So, irgendwann dachte man sich, ja, irgendwie 8 plus 3 Dateinamen ist ein bisschen doof. Ist ein bisschen kurz und hat dort Long File Name Support drüber gestülpt. Das ist etwas, was man häufig findet in der Geschichte von Dateisystemen, dass man irgendwie müssen wir da jetzt noch was Neues reinkriegen, gerne machen möchte. Und im Sinne von in FAT hat man das so gemacht, man hat hier in diesen Adress, in den Attributes von in File Attributes, hat man eine Kombination gefunden, die so nirgends so benutzt wird und die Treiber nicht kaputt machen. Deswegen, man hat dann einfach genommen, ich sorge einfach dafür, dass ich solche Pseudo-Entries da reinmache. Die werden auch nochmal aneinander gechained. Das heißt, ich kenne die Länge gar nicht. Man kann lange File-Names bauen. Zusätzlich gibt es noch einen Eintrag, der so 8 plus 3 Dateinamen beschreibt. Das sind diese Dinger, die man vielleicht von früher kennt, mit so einem Tilde 1 am Ende. Und dann versteckt man Entries da drin. Noch ein interessantes Ding ist, die Character-Entries sind plötzlich breiter geworden. Das liegt daran, dass man auch gleichzeitig UCS2-Encoding benutzt hat. Das ist so grob über den Daumen ist das so eine festbreiten Variante von UTF-16. Aber auch nur grob. So. So, wie sieht es dann auf der Linux-Seite aus? Das X2-File-System. So, die grobe Struktur eines X2-File-Systems ist, es fängt mit einem Bootblock an. Das ist eigentlich nicht Teil des Dateisystems, das ist das, was das Dateisystem in Ruhe lässt, sozusagen. Da kann der MBR zum Beispiel liegen an der Stelle. Und dann hat man eine Folge von Blockgroups. Und jede Blockgroup sieht entweder so oder so aus. Es gibt zwei Varianten und die unterscheidet sich damit, ob da ein Superblock mit bei ist und ein Superblock und ein Group Descriptor Table bei ist oder nicht. Ich glaube, in ganz frühen Versionen war das überall dran und dann merkte man, dass das ein bisschen Platz verbraucht. Und jetzt ist das nur, es gibt eine Formel dafür, wo die Dinger am Ende liegen. Ich glaube, das war ja irgendwie Potenz 3, 5, 7, irgendwie sowas. Es gibt dort immer noch Kopien von. Der Superblock ist wieder der Block, der beschreibt das Dateisystem. Und was interessant ist, das hier ist sehr ähnlich zu dem, wie das Minix-File-System funktionierte. Also, dass man Bitmaps hat, die danach die Dinge beschreiben, wie zum Beispiel die Block-Bitmap beschreibt einen Datenblockbereich und es gibt eine iNode-Bitmap, die beschreibt, was frei und nicht frei ist in einem iNode-Table. So, wie sieht eine iNode aus? Die iNode sieht sehr ähnlich aus wie das, was ich eben schon gezeigt habe, nur dass wir jetzt Triple Indirection dabei haben. Und dass wir mehrere Zeit-Entries haben. Und dass die iNodes mit der Zeit wachsen die auch. Neue Bedürfnisse, neue Features. So, wie sehen da Verzeichnisse aus? Verzeichnisse sind nicht wie in FAT Fixed Lengths, sondern die können variabel lang sein. Allerdings können Filenames immer nur 255 Zeichen lang sein. Das heißt, dieses Gewubbelte am Ende in Name, das meint, das ist variabel. Dann gibt es noch einen interessanten Eintrag, der heißt FileType. Das ist eine Optimierung, die später dazu kam. Und zwar, man hat gemerkt, wenn man eine LS macht, möchte man auch gerne vielleicht wissen, ist der Eintrag ein Directory, ist der Eintrag eine File, ohne dass man einen Stat auf jede iNode da drin macht und jede iNode damit lädt. Deswegen steht in diesem File-Type einfach noch drin, ist es ein Directory, ist es eine File. So, wie sieht jetzt ein Verzeichnis aus? Ein Verzeichnis ist eine Hintereinanderreihung von diesen Directory-Entry-Einträgen. So, wie findet man eine Datei in einem Verzeichnis? Man geht die Liste durch. Das ist auch nicht das Optimalste, was man machen kann. Deswegen gibt es da auch später in X3 kam eine Optimierung dazu, wie man macht, dass man nicht
diese Verzeichnisse komplett durchgehen muss. Denn das hat unter anderem dazu geführt, dass es in X2 ein hartes Limit gibt auf Directory-Größen von 65.000. Danach geht nicht größer, weil sonst sucht man sich halt tot da drin. Dann habe ich eben noch von den Bitmaps geredet. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, man hat ein Stück Platz auf der Festplatte und man interpretiert die Nullen und Einsen ja, mit belegt und nicht belegt. Zum Beispiel für ein Inode-Table wäre jetzt das erste frei, das zweite nicht. Und der Allocator geht da halt durch und sucht sich freie Regionen aus den Bitmaps aus und setzt die auf 1, damit der nächste weiß, da ist belegt. Und das ist eine relativ kompakte Darstellung, um zu sehen, was frei ist und was nicht ist. So. Hm? Ja. Mittlerweile gibt es auch Checksummen. Ich weiß allerdings nicht, ob die auf Bitmaps gehen. Nein. Zumindest nicht. Ich hatte sowas mal mit Speicherfehler und dann wird es gerne beigelegt und dann findet man Dateien, die sind übergeteilt. Ah, okay. Schöner Speichertest. Ja. Ach so. Die Frage war, wie merkt man Bitkipper da drin? Gibt es Checksums? Und die Antwort aus dem Publikum war, nö. Ist halt schlecht dann, ja. Aber Festplatten haben Checksums. Vielleicht reichen die ja. Obwohl dann natürlich noch der RAM zwischenkommt. Naja. Auf irgendwas muss man sich an irgendeiner Stelle leider verlassen. So. Ich komme zu einem sehr interessanten Feature von den X-Dateisystemen, denn die sind so ein bisschen auf Wachstum ausgelegt. Im Superblock werden drei, also Bitmasken definiert, die beschreiben Features. Und zwar in drei verschiedenen Gruppen, Compat, RO Compat und Incompat. Compat steht für kompatibel. Das heißt, aus der Sicht einer Implementierung, wenn ich ein Dateisystem sehe, was dieses Feature angeschaltet habe und kompatibel ist, dann darf ich das einfach ohne Bedenken mounten und damit rumarbeiten. Wenn es nur RO Compat ist, darf ich es nur read-only mounten, weil würde ich schreiben, würde ich irgendwelche Dinge ruinieren auf dem Filesystem. Und Incompat heißt, nein, ich darf nicht. So, und diese Features werden sehr extensiv benutzt. Interessanterweise, nicht jedes von den Feature-Bits ist auch wirklich ein Feature. Manche davon beschreiben einfach nur Repurposing von Werten in zum Beispiel iNodes. Zum Beispiel Large-File sorgt dafür, wenn man eine File größer 2 GB hat, dann wird ein Feld, was eigentlich für was anderes reserviert wird, in iNodes für die File-Size mitbenutzt. Die interessanten Features davon, die werde ich gleich so, wenn ich auf EXT3, EXT4 eingehe, näher beschreiben. Das kann man auch relativ einfach auslesen. Mit tune2fs-l kann man sich einmal den Superblock ausgeben lassen und für ein frisch formatiertes EXT4 sieht es so aus. Die interessanten Features sind hier irgendwie HasJournal, heißt irgendwie, ich habe Journaling an, DirIndex, das ist ein Feature, das ich später beschreibe, was Directories besser macht. FileType heißt, dass mein Directory-Entry das FileType-Entry hat. Extent heißt, ich benutze Extents, komme ich auch noch zu. LargeFile und HugeFile beschreiben halt, sind zwei, ja, LargeFile, größer 2 GB, HugeFile beschreibt auch eine andere Messung von Blöcken. Aber die ist nicht so dramatisch interessant. So, als kurzen Einschub, The Ubiquitous B-Tree. Das ist auch der Titel von einem Paper. Jeder, der mal die Details von B-Trees wissen möchte, kann ich das Paper empfehlen. Das ist von, glaube ich, Ende der 70er. Beschreibt alles Mögliche. Hat auch interessanterweise eine Section darüber, warum das B-Tree heißt. Das B kommt wohl von Balanced, Bushy vielleicht. Oder von Bayer, so heißt einer der Empfinder. Auf jeden Fall, ja, wie funktionieren die? So als Vorgreif. Search Trees, also Suchbäume, sind normal häufig binär, nicht unbedingt. Und es sind Bäume, die eine sogenannte Sucheigenschaft haben. Zum Beispiel links kleiner, rechts größer. Das benutzt man, um schnell in einer Menge von Daten das zu finden, was ich möchte. Und das, was in dem Kringel steht, ist immer so der Key. Und irgendwo an dem Key hängen normalerweise die Daten. So,
So, wichtige Eigenschaften davon, die man gerne hat, ist, dass das Zeug balanciert ist, weil dann kann man über die Laufzeit Garantien machen. Zum Beispiel, das ist nicht wirklich balanciert gerade. Was ist jetzt ein B-Tree dagegen? Ein B-Tree hat auch diese Sucheigenschaft, aber es ist pro Knoten nicht nur ein Key, sondern mehrere. Und zwar, und zwar üblicherweise in einer Art Größe von einem Block. Bei den Dateisystemen ist es üblicherweise wirklich ein Dateisystem-Block, was eine Menge von Keys enthält. So, zum Beispiel, die Keys sind auch sortiert. Das heißt, wenn ich mit meiner Anfrage rankomme, zum Beispiel irgendwie nach einer Blocknummer, kann ich da durchgehen und finde irgendwann, was ich möchte. So, die Standard-B-Trees speichern die Daten in den Zwischenknoten. Das hat aus verschiedenen Gründen Nachteile, unter anderem, weil die Daten könnten groß sein und man verschwendet so ein bisschen Platz in den Zwischenknoten. Deswegen verwenden fast alle Dateisysteme, die ich gesehen habe, eine Variante davon, die sich B-Plus-Trees nennt, wo die Daten am Ende in den Leaf-Knoten rumliegen. So, wie das im Detail aussieht, wie im Detail die Dateisysteme B-Trees verwenden, zeige ich gleich. Erstmal die nächsten Dateisysteme. So, und zwar, man kann EXT3 und EXT4, ich meine, mittlerweile gibt es im Kernel nicht mal mehr eine EXT3-Implementierung, sondern nur noch EXT4. Man kann die Unterschiede etwa an den Features ausmachen, die dazu kamen. Zum Beispiel in EXT3 kam DIR-Index und Journaling. EXT4 ist eins der wichtigsten Sachen, Extents. Das sind nicht die einzigen Sachen, die dazwischen kamen, aber das sind die strukturell interessanten Sachen, die ich jetzt vorstellen werde. So, ich fange an mit Journaling. Die Motivation unter Journaling ist, stellt euch vor, ich mache 3 Änderungen an meiner iNode. So. Mein Computer stirbt und ich habe eine davon nicht geschrieben. Das ist natürlich Käse, weil würde ich dann das Dateisystem irgendwann wieder mounten, steht an einer Stelle etwas, was nicht konsistent ist mit den anderen Einträgen. Und die Idee dahinter ist, ich schreibe zusätzlich ein Log. Das ist etwas, was in vielen Datenbanken auch gemacht wird. Das ist ein allgegenwärtiges Konzept beim Abspeichern von Daten. Hier unten habe ich mal so ein Log beschrieben. Das heißt, bevor ich meine Änderung mache, mache ich so eine Art Transaktion. Ich entkapsel meine Änderungen alle zusammen und schreibe die in ein Log. Und ich schreibe die Sachen in ein Log auf eine Art, sodass die auch wirklich da ankommen. Und nicht in irgendeinem Cache rumliegen. Und dann mache ich erst meine Änderung am Dateisystem. Das heißt, wenn ich den Crash habe, weiß ich, in meinem Log, ich replye danach mein Log, ich wende danach einfach meine Einträge im Log wieder an nach dem nächsten Mounten und weiß, dass ich in einem konsistenten Zustand bin, weil ich immer eine Menge von Änderungen habe. So. Dann als nächstes Feature. Directory Indexes, wie ich am Anfang gezeigt habe, sind Directories. Ich habe auch nie erklärt, wofür diese Löcher sind. Diese Löcher sind Padding. Also das wird auf Vielfache von irgendwas gepaddelt, die Einträge. Wie funktioniert jetzt DIR-Indexing? Also die Motivation war dafür, dieses lineare Search dadurch dauert lange und ist nicht unbedingt die beste Art und Weise, Dateien zu finden in einem großen Directory. So, und die Idee ist, ich benutze einen B-Tree, und zwar wo die Keys Hashes sind von Dateinamen. Zwar im Moment ist es die Hälfte eines MD4-Hashes. Das heißt, ich habe ich habe Index-Einträge, die fangen mit einem Header an. Und danach habe ich jedes Mal so ein Element, wo steht Hash. Ja, Hash. Hash ist nichts anderes als eine Zahl. Ich habe die Hashes sortiert. Und von jedem Hash zum nächsten Hash habe ich so einen Bereich, der sagt, dieser Bereich von Hashes liegt in diesem Block, dieser Bereich von Hashes liegt in diesem Block und der nächste Bereich von Hashes liegt im nächsten Block, sodass ich die Suche eingrenzen kann. In den Leaf-Knoten von dem Tree liegen immer noch, wie früher, ganz normale Directory-Indexes drin. Das ist auch ein Read-Only-Compatible-Feature. Das heißt, ich kann auch Read-Only dieses Dateisystem immer noch lesen. Später.
Weil die Datenstrukturen sich nicht großartig geändert haben. So, jetzt die Frage, wo bringe ich denn diesen Hashkey-Kram unter? Ich kann nicht einfach neuen Platz dafür finden. Deswegen, der Trick an der Sache ist, wir stopfen ihn einfach in die Directory-Entries mit rein. Das heißt, wir produzieren so zwei Fake-Einträge, die einfach sagen, ja, hier ist so ein Entry, den überspring mal. Und dazwischen stopfen wir die H-Tree. Das ist ein anderer Name für diese Directory-Index Hash-Trees. Für die stopfen wir diesen H-Tree rein. So, das ist die ganze Magie hinter großen Directories. Als nächstes das Kernfeature, was mit EXT4 kam, Extents. Was ist grob ein Extent? Also nicht nur grob, was ist ein Extent? Und zwar ist es ein Dreituple aus logischer Blocknummer, Länge und physikalischer Blocknummer. Das heißt, ich fange irgendwie bei Byte 5 in der Datei an, habe 10 GB, fängt auf der Festplatte bei Block 5 Millionen an. Das ist ein Extent. Was mache ich nun? Wo bringe ich das Ganze unter? Naja, ich habe ja Einträge für meine Blockmap in der Inode. Und zwar ganze 60 Byte. Das heißt, kann man ja auch für was anderes nehmen. Unter anderem gibt es auch das Feature, mittlerweile in XT4 Inline-Data zu haben. Ich kann auch einfach direkt die 60 Byte Daten da reinstopfen. Oder ich stopfe Extents da rein. So ein von der Länge her passen maximal 4 Extents direkt da rein. Sollte das nicht reichen, baue ich mir ein B-Tree aus Extents. Aber erstmal, so ein B-Tree würde dann ungefähr so aussehen. Ich habe in meinen 60 Byte einen, anstatt dass ich direkte Extents da drin habe, habe ich so einen Index-Record von einem B-Tree, wo ich erst einen Index habe, das ist sortiert nach den logischen Blocknummern. Das heißt, ich kann dann einfach einen B-Tree traversieren und irgendwann lande ich wieder auf diesmal etwas größeren Extent-Blöcken. So, was ist der Unterschied zu der Blockmap und warum sollte ich das überhaupt machen? Das Schöne daran ist, es ist eine viel kompaktere Art und Weise, zusammenhängende Daten zu beschreiben als Blockmaps. Ich habe hier mal für eine Blockmap dran geschrieben, wie weit ich komme, wenn ich 4K Blöcke habe. Ja, mit den ersten 12 Direct Entries komme ich 48 KB weit, mit den Indirects komme ich 4 Megabyte, dann komme ich mit den Double Indirects 8 GB und dann komme ich irgendwann auf 4 Terabyte weit. Das heißt, würde ich zum Beispiel mit einem Extent kann ich beschreiben, von 0 bis 10 GB fängt da an. So, um das Gleiche zu beschreiben mit Blockmaps, muss ich bis Triple Indirection durchgehen. Ich habe diese Blöcke, muss ich auch noch mit einrechnen, die verschwenden zusätzlich Platz. Und das ist der große Vorteil von Extents. Der große Nachteil von Extents ist, diese Blockmaps, ich kann es berechnen, wo ich nachgucken muss. Ich habe eine logische Adresse, ich kann mir ausrechnen, ja, das ist das Feld in Triple Indirection, weil diese Range ist immer konstant. Ich fange immer vorne an und fülle nach hinten auf. Ich kann ausrechnen, das ist eine Triple Indirection, ich hole mir den Block, ich kann ausrechnen, welchen Eintrag ich nehmen muss, ich kann ausrechnen, welchen Eintrag ich nehmen muss, bis ich am Ende bei den Daten ankomme. Bei Extents muss ich eventuell durch einen B-Tree durchsuchen, um den richtigen Eintrag zu finden. So, das waren die X-Dateisysteme. Ich habe jetzt noch eine Kleinigkeit zu XFS. Und als ich mir XFS angeschaut habe, war ich relativ erstaunt, dass das gar nicht so sehr unterschiedlich mehr von XT4 ist. Also von den Strukturen auf der Festplatte. Allerdings ein großer Teil von Dateisystemen ist auch, wie werden Sachen allokiert und wie werden Sachen zusammenhängend allokiert und wie macht man das so, dass es parallel gut funktioniert. Das ist etwas, was ich mir nicht angeguckt habe, denn da kann man Vorlesungen für füllen, wie man die passenden Logs setzt und wie man es schnell macht. Ja. Zu XFS, es ist ein Import von SGI IRIX. Es benutzt B-Trees für so ziemlich alles, was geht an Metadaten. Und es ist auch ein Journaling-File-System.
Die Struktur von einem XFS sieht ein bisschen anders aus. Also sieht auf den ersten Blick fast aus wie das mit den Block Groups. Allerdings sind Allocation Groups wesentlich größer. Block Groups sind bei Standardblock mit Standardeinstellung etwa 128 MB lang. Und diese Allocation Groups sind eher so im Gigabyte-Bereich oder 100 Gigabyte-Bereich. Jede Block Group ist mehr oder weniger ein kleines eigenes Dateisystem. Es beschreibt den freien Platz. Es beschreibt auch, welche Inodes existieren. Und zwar kann XFS benutzte dynamische Inodes, wo die EXT-Dateisysteme eine feste Tabelle hat. Es gibt mittlerweile auch Extensions, um die zu erweitern. Aber in den ursprünglichen Versionen gab es eine feste Tabelle. Und waren diese Tabellen alle voll, hatte ich ein Problem. XFS umgeht das, indem man Inodes später dazu allokieren kann. Auch benutzt es in jeder Allocation Group relative Adressen. Das heißt, ich spare ein bisschen Platz in meinen Pointern und kann am Ende mehr Platz adressieren. Interessant beim Free Space Management ist, dass es mit zwei B-Trees verwendet wird. Und zwar einer ist sortiert nach Blocknummer und einer nach Größe. Das heißt, wenn ich mit einer großen Anfrage ankomme, ich hätte gerne 4 GB, kann man einfach gucken, ah ja, ich gehe mal ein B-Tree durch, ah, hier sind 4 GB frei, ich nehme die mal. Das Ganze ist sortiert nach Blocknummer, zum Beispiel, wenn ich eine Datei habe, die wächst über die Zeit, dass ich sehen kann, dass ich möglichst Lokalität auf meiner Disk erhalte. Die Inodes enthalten Data Fork. Das beschreibt mehr oder weniger nicht die Block Map, sondern das ist in der Inode der Ort, wo die Extents liegen. Es kann auch Inline Data, es kann auch Extents, es kann auch B-Trees, um die Datenblöcke zu adressieren. Für Directory Entries ist das Ganze noch viel komplizierter. Ich glaube, ich habe 7 verschiedene Arten, Directories zu speichern gesehen, die alle je nach Größe eingesetzt werden. Was man sehr gut an XFS erkennen kann, ist, das Ding ist nicht so historisch gewachsen wie die EXT-Dateisysteme, sodass man aus EXT2 erweitert hat in 3, in 4, sondern dass das mal designt wurde und so umgesetzt wurde mit den Features, die man dachte, dass man sie braucht. Das war alles zu dem Jetzt und ich habe noch so ein bisschen Outlook auf was gerade so am Programm ist und ist eine ganze Slide zu geben. Was ist also zum Beispiel das Interessante an ZFS? Das Interessante an ZFS ist, es ist so ein schichtenweise organisiertes System. Unten zum Beispiel Festplatte, da drauf habe ich das Dateisystem geht nicht direkt, also das Dateisystem ist mehr oder weniger eine Schicht über der Data Management Unit. Das ist ein Subsystem, was sich darum kümmert, Objekte und Transactions zu ermöglichen. Das Dateisystem benutzt also das Dateisystem ist also auch nur eine Sicht auf so ein Layer. Und dieser Data Management Unit benutzt einen Storage Pool Allocator, basiert auf dem Slab Allocator. Und man kann sich das so vorstellen, dass man so ein Malloc oder Free für Bereiche auf der Festplatte machen kann. Das ist auch der Ort, der diese ganzen RAID-Sachen implementiert. Das sind die interessanten Sachen da dran. Dann gibt es ein paar, was sind die strukturell interessanten Sachen an ButterFS, jedenfalls auf meiner Sicht ist. Die benutzen B-Trees so gut wie alles, was geht. Und zwar eine spezielle Variante von B-Trees, die Copy-and-Write-fähig ist. Das sind Standard-B-Trees nicht, aus Gründen, dass Balancierung für Copy-and-Write nicht so optimal ist. So, es gibt, wen es interessiert, ich kann das Paper raussuchen, was diese Copy-and-Write-B-Trees beschreibt. Beispiel gibt es B-Trees, die Inodes beschreiben und Dateien und Verzeichnisse und die Allocation beschreiben. Paar Worte zu F2FS. Alle Dateisysteme, die ich bis jetzt beschrieben habe, sind für die Festplatte optimiert und versuchen Lokalität herzustellen und versuchen
und haben zum Beispiel so Features wie Logs, die immer an die gleiche Stelle schreiben, was für Dinge wie Flash Storage ein Problem darstellt. Beispiel, dann gibt es seit ein paar Jahren gibt es F2FS, was nicht für Disk optimiert ist, sondern für Flash Storage. Der große Unterschied zu den Block Storage Filesystemen ist, dass es log structured ist. Kann ich das so vorstellen wie das Filesystem Journal, was ich eben beschrieben habe? Man schreibt Dinge einfach immer hintereinander da drauf. Man überschreibt nicht einfach irgendwelche Sachen in place, sondern man möchte was Neues, man hängt es hinten an. Das hat den großen Nachteil, dass man hier plötzlich leere Blöcke bekommt und die irgendwie wieder füllen muss. Man muss vielleicht Sachen umkopieren für Compaction. F2FS löst das auf sehr elegante Weise. Es hat auch nicht nur ein Log, sondern ich meine, es werden 6 für verschiedene Hotness von Daten, also je nachdem, wie oft sie gebraucht werden. So, das waren die Dateisysteme. Was habe ich erzählt? Ich habe ein bisschen Grundlagen, Inodes, Directory Entries erzählt. Danach, wo kam es her? Unix, das Unix Version 6 Filesystem, das Minix Filesystem. Dann ein bisschen was zum FAT Filesystem. Danach die ganzen EXT Filesysteme bis heute. Wie ist das Layout? Wie sehen Inodes aus? Wie sehen Verzeichnisse aus? Was sind die Optimierungen, die zwischendurch zum Beispiel in EXT3 kamen? Wie das Journal? Wie H3-Verzeichnisse? Dann, was sind Extents und wie werden sie verwaltet? Dann ein bisschen, wie sieht XFS im Vergleich mit EXT4 aus? Und so ein bisschen, was ist der Startpunkt was sind die aktuellen Dinge? So. Danke für eure Aufmerksamkeit. Fragen? Welches ist dein Lieblingsfallsystem, mit dem du arbeitest? Welches ist dein Lieblingsfallsystem, mit dem du am liebsten ernsthaft Source Code drauf hast, den du nicht verlieren möchtest? Kommt drauf an. Dateisysteme sind immer sehr anwendungsspezifisch. Ich bin meistens ein bisschen konservativ, nehme EXT4, wo es geht. Am Ende des Tages muss man messen, was am besten funktioniert für die Anwendung. Diese Systeme sind so komplex, dass man nicht wirklich drum rumkommt, nur vom Verständnis der Datenstrukturen zu sehen, welches besser performt für irgendeine Anwendung. Excuse me, can you wait for the microphone, please? Oh. We're streaming this live. I can speak out loud. Yeah. Which one of these detects mutilation in the data blocks? Mutilation in the data blocks? Yeah, when your data are corrupted instead of when your metadata are corrupted. I know ZFS has checksumming for data blocks. BTRFS, I'm not sure, also, but it has also that. ZXFS, I think, only for metadata. No, you have data journaling. You can enable data journaling. But that doesn't detect corruption, right? Well, if the corruption happens while crashing or something, like you have, you can enable data journaling for the EXT file systems, but it doesn't have checksums. So there are metadata checksums for it. There's only one. Yeah, but there isn't really silent data corruption detection. Like for example, in ZFS, there's a scrubbing you can do at, I don't know, when the file system is idle. Yeah, X4 has for some years now metadata checksums, which I think the latest Ubuntu release also supports in userland. But yeah. Du hast ja gerade gesagt, dass die Dateisysteme ziemlich auf Lokalität
also darauf achten, weil die alten Festplatten ja noch ja, diese Schreibköpfe hatten. Mhm. Jetzt, wie wichtig ist das noch bei den SSD-Festplatten und gibt es da Dateisysteme, die sich darauf optimieren? Ja, es ist auch bei SSDs relevant. In irgendeiner, aber anders. Ja, also. Ja, ich bin kein Spezialist zu SSDs, Arbeitskollege von mir ist. Was ich grob weiß, ist, In-Place-Updates sind so ein bisschen schlecht, weil dadurch habe ich Probleme am Ende mit der Garbage-Collection auf SSDs. F2FS ist das einzige Filesystem, was ich kenne, was optimiert ist auf SSDs. Ist von, soweit ich weiß, Samsung entwickelt worden. Das guckt sich auch an, wie die SSD beschaffen ist und versucht, die Datenzugriffe zu optimieren, sodass man möglichst viel Lebenszeit rauskriegt am Ende. Dazu nur als Hinweis, ButterFS macht das auch. Also der kann erkennen, ob es eine Rotating Disk oder eine Solid State ist. Und wenn es eine Solid State Disk ist, lässt im Endeffekt alle Optimierungen sausen, die er normalerweise für die rotierende Platte macht. Aber Lebenszeitoptimierung hat das nicht, oder? Vielleicht als Nebeneffekt, aber der besondere Effekt ist halt, dass du die Latenz dadurch runterdrücken kannst. Auch schon mal was. Frage ganz hinten, sollte ich kriegen. Du sagtest gerade zum Flash2FS, es schaut sich an, wie die SSD strukturiert ist. Ich hatte bisher den Eindruck, dass Flash2FS eigentlich für Flash-Medien ohne Flash-Translation-Layer, also sowas wie ein SPI-NOR-Flash beispielsweise gebaut ist, das eben keine Eigenintelligenz hat. War das ein Missverständnis meinerseits? Da hat jemand die Antwort, glaube ich. Oh, das ist viel Rennen, ja. Don't be smart. Hi. F2FS ist optimiert für Disks oder Block-Devices, die halt ein FTL dazwischen haben. F2FS, das kann man auch ein bisschen tunen. Je nachdem, was das FTL kann, kannst du sagen, so und so viele Streams an Daten kann das FTL gleichzeitig schreiben und verwalten und dann tunt sich F2FS ein bisschen selber. F2FS ist nicht für NAND oder NOR oder sonst was für Devices in Embedded-Geräten, die kein FTL haben. Da gibt es andere Dateisysteme, UBFS, JFF2 und noch ein paar andere Geschichten. Keine Fragen mehr? Okay, danke schön. Thank you.